Nennen müsstest, welche wären das denn? Geografisch, soll ich das nehmen? Du kannst es verknüpfen. Also geografisch bin ich in Siegen geboren, also etwas nördlich von hier. Bin dann mit 3 Jahren ins Altenheim mit meinen Eltern gezogen. Also wirklich, ich bin mit 3 Jahren ins Heim gekommen, weil die dort angefangen haben zu arbeiten, südlich von hier, in der Nähe von Baden-Baden. Habe dann in Freiburg Sozialpädagogik studiert, habe dort 5,5 Jahre mit der Heilsarmee gearbeitet als Sozialpädagoge. Habe dann in Basel mit meiner Familie in einem Internat Theologie studiert und bin von da aus nach 1997 ausgesandt, in der Heilsarmee heißt das Marschbefehl, nach Chemnitz geschickt worden. Und das ist jetzt östlich von hier. Mir fehlt jetzt noch westlich von hier, ich habe mal ein Jahr in Kanada studiert. Theologie. Das waren jetzt dummerweise schon 6 Stationen und bin seit 2009 in Berlin im Deutschen Bundestag. Das waren schon 7 Stationen, sorry. Nichts, wir sehen großzügig darüber hinweg. Chemnitz ist natürlich sehr schön, meine Großeltern wohnen da und du bist ein Fan von Chemnitz, hast du gesagt? Ja. Das kannst du uns nachher noch ein bisschen erklären, woran das liegt. Das glaubt man ja immer nicht so auf den ersten Blick, aber jede Stadt hat so seine Perlen, würde ich sagen. Ja. Frank, jetzt habe ich gesagt, es gibt so Zeiten, wo man manchmal Gott erlebt, manchmal auch nicht so erlebt. Und ich habe mich gefragt, wo erlebst du den Gott so am intensivsten? In meiner täglichen Auseinandersetzung mit meiner eigenen Ohnmacht. Da, wo ich merke, meine Begrenztheit, wo ich merke, da komme ich nicht weiter, das reicht eigentlich nicht. Und ich dann in eine Beziehung mit Gott treten muss, alleine wäre ich aufgeschmissen. Das ist so ein alltägliches. Und dann merke ich, der greift da tatsächlich auch ein, in kleinen Situationen. Und die sind mir dann hilfreicher, wenn sie regelmäßig kommen, als wenn ein paar große und ich müsste mich immer wieder zum nächsten rennen. Und jetzt bist du in deiner Arbeit mit vielen Aufgaben konfrontiert, Entscheidungen, auch mit sehr, sehr vielen Menschen. Warst du als Theologe wahrscheinlich auch schon. Bist du so ein Menschenmensch oder brauchst du auch so Zeiten, wo du mal ganz alleine bist? Ich träume davon, zwischendurch ganz weit weg zu sein, irgendwo mit dem Kanu am Yukon irgendwo oben in Kanada rumzuschippern oder in einer Hütte für ein paar Tage Einkehr zu halten, um dann von mir aus gerne wieder Gemeinschaft auszusuchen. Ich bin ein Mensch, der beides gerne hat. Ich war früher kein Menschenmensch, bis ich vielleicht so 20, 25 war, hätte ich mir das auch nicht zugetraut. Und jetzt habe ich 3 Berufe, die immer nur mit Menschen zu tun haben. Ich liebe es inzwischen. Ich freue mich aber hin und wieder mal auf Auszeiten. Und heute bist du hier bei uns. Wir freuen uns auch, dass du da bist, auch mit vielen Menschen. Du sprichst über Lieben, was das Zeug hält. Wir sind sehr gespannt und ich übergebe dir jetzt das Wort. Jetzt sofort. Jetzt sofort. Ich mache meinen Text heute. Und wir wissen alle, 3/4 aller Lieder in den Charts halten von Liebe. Da kann man also eine Menge drüber schreiben. Deshalb habe ich mich in den Spiegel genommen. Woran macht sich Liebe fest? An anderen? An mir. Und da war natürlich, wenn man es ganz kurz machen will, in der Handlung, in der Aktion, in dem, was die Leute tatsächlich zu sehen bekommen. Franz von Assisi, dem einen oder anderen bekannt als Gründer von einer Glaubenskongregation, von einer Glaubensart im Katholizismus, kam aus reichen Verhältnissen und war sehr angeekelt von einer Krankheit, die es zu der damaligen Zeit gab. Nämlich, wenn Leute da waren, die aussätzig waren, die Pest hatten oder ähnliches, was auch gefährlich war, zugegebenermaßen, er fürchtete sich davon vor. Und in der Bibel gibt es ja dieses Bild des Aussatzes mit weißen Flecken und Pusteln und so. Und eines Tages kam ihm auf einem sehr engen Pfad in den Bergen ein Leprakranker entgegen. Und man konnte diese weißen Flecken in der Sonne auch spiegeln sehen und so hat er erstmal gezuckt. Was mache ich denn jetzt? Er wusste genau, wenn wir jetzt aufeinander zugehen, der Weg, diese Schlucht, die ist so eng, ich muss ganz nah an dem vorbei. Und während er darüber nachdachte, was da jetzt auf ihn zukommt, sowohl in der Begegnung als auch in der Krankheit oder diesem Mann, zuckte er noch einmal. Er erschrak nämlich darüber, dass er erschrocken ist. Dass er nämlich so reagiert hat innerlich und hat sich entschieden, mit schnelleren Gang auf den Mann zuzugehen, ihn zu umarmen, ihn zu küssen und weiterzulaufen.
Und eine Weile weiter, natürlich der Pulsschlag ziemlich weit oben, schaut er zurück, in diese Schlucht zurück. Und da war kein Mann mehr. Und so wie er die Geschichte später erzählt, wenn er davon berichtete, dann sagt er, dass das kein Leprakranker war, dass das Jesus war, der ihm da begegnet ist. Ich lese uns mal aus 1. Johannes 4 ein paar Verse, von Vers 7 bis Vers 14. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer seinen Bruder liebt, beweist damit, dass er ein Kind Gottes ist und Gott wirklich kennt. Wer aber den anderen nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues und ewiges Leben bekommen. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn Gott uns so sehr liebt, dann müssen wir uns auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, wird sichtbar, dass Gott in uns lebt und wir von seiner Liebe erfüllt sind. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Wir haben es selbst erlebt, darum bezeugen wir, Gott, der Vater, hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Zwei Ebenen. Die Ebene dieses Begriffenhabens, dass Gott uns geliebt hat, uns als Gemeinde, aber eigentlich Gott mich. Der ganz egoistische Teil dessen, was in der Bibel steht. Da musst du dich einsetzen. Und diese Liebe, die sich nur darin ausdrückt, sichtbar für andere wird, wenn du sie anderen gegenüber ausdrückst, nicht Gott. Die wahre Liebe lässt sich nicht im Lobpreis entdecken, außer der Lobpreis heißt Begegnung und Berührung von anderen Menschen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir oder dass ihr regelmäßig Leprakranken begegnet. Es gibt es in Europa tatsächlich noch, in einem Dorf oder in mehreren Dörfern in Südrumänien unten an der Donau. Aber mit was wäre denn ein aussätziger, pestbeuliger, Leprakranker heute zu vergleichen in unserer Gesellschaft, um das mal zu übersetzen, sichtbar zu machen? Vor wem erschauderst du denn, wenn er dir entgegenkommt? Vor wem hättest du Schwierigkeiten, ihn einfach in den Arm zu nehmen? Beziehungsweise, wer ist der, bei dem sich bei dir der Magen umdreht? Man kann es auch umdrehen, vielleicht fällt dir selber keiner ein, aber bei wem drehen sich denn in deinem Umfeld die Mägen um oder die Augen gen Himmel, wenn derjenige auftaucht? Das sind möglicherweise die Aussätzigen unserer Zeit oder in unserem Umfeld. Liebe ist nicht was unter Freunden. Das ist leicht. Neue Testament spricht davon. Das ist eine Leichtigkeit. Leute zu lieben, die nett sind. Nicht etwas, was natürlicherweise in uns entsteht, weil da ein Resonanzboden ist. Ganz besonders Bruderliebe, Philadelphia, ja, dieser Begriff, der im Neuen Testament dafür verwendet wird. Den Bruder haben wir uns nicht ausgesucht. Der Bruder wird uns in den Weg gestellt und dann nimmt man ihn so. Liebe ist mehr als nur dieses gute Gefühl aus irgendeinem Grund. Es durchzieht Gefühl und Verstand und Willen. Es ist etwas, was wir möglicherweise von Natur nur in Steno-Version kennen. Also als Abglanz, als Karikatur. Und dann steht ja in der Bibel nicht, wir haben einen lieben Gott, wir reden zum lieben Gott, sondern wir haben einen Gott, dessen Genetik Liebe ist. Wir bilden uns manchmal auf die Art und Weise von Liebe und wie wir uns opfern und wie wir etwas entgegenbringen, was ein. Aber vielleicht denkt man auch, die Liebe in uns reicht, wenn man so richtig verliebt ist, wenn man so richtig, so eine gewisse Phase, und ich sage nicht, dass die unbedingt vorbeigehen muss,
Aber dann denken wir, das kann niemand zerstören. Aber das ist nicht der Faktor Liebe als solcher. Gott ist Liebe und ohne von ihm auf eine gewisse Weise ausgestattet zu sein und möglicherweise auch mit menschlicher Gegenüber, mit einer Mutterliebe, mit einem Vater, mit einem guten Umfeld ausgestattet zu sein, werden Menschen nicht fähig, selber zu lieben. Ceausescu, 1990 dann gestorben worden sozusagen, am Ende, 1989, hatte sich 300 Kinder adoptiert, die wurden auf ihn abgerichtet. Ganz, ganz kleine Kinder mit minimalster Zuwendung und nur auf ihn ausgerichtet und dressiert. Am Schluss degeneriert. Die Frage ist manchmal, in was für einer Generation wir heute leben. Wenn Menschen zu Hause weniger Liebe bekommen und nochmal weniger Liebe bekommen und sich dann wundern, oder wir uns dann wundern, warum das Ganze nicht mehr so liebevoll abgeht. Gott ist Liebe und um ausgestattet zu sein, müssen wir Beschenkte sein, ganz auf natürliche Weise, durch unsere Familie, durch unsere Mutter, durch unsere Gegenüber und dann auch auf übernatürliche Weise. Wir müssen begreifen, wie in dem Text gerade, dass wir Geliebte sind. Und nicht nur wir, und wir haben das verstanden in unserem Kopf. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Dieses Altenheim, was ich vorhin gesagt habe, ja, das war fromm, dass es kracht. Ich meine, das war, ich habe da gesagt, schlimmer als ein Pfarrhaus, aber in dieser Perspektive war es wirklich schlimmer. Die waren alle fromm, alle 35, 40 Damen und Herren, die hatten in den Zeiten der 50er, 60er Jahre geglaubt, dass Jesus wiederkommt, bevor sie in Ruhestand gehen, also haben sie ihre Rentenversicherung nicht bezahlt, was kompromisslos ist in sich. Und die standen natürlich auf der Straße, für die war dieses Haus gegründet. Ich konnte auf keinen Baum klettern, ohne dass mir jemand Bibelvers nach oben gerufen hat. Und habe dann Andachten gehalten, habe dann in der Kinderstunde mitgeholfen, hatte eine Jugendgruppe, habe ein soziales Projekt, habe dann Sozialarbeit studiert. Immer, ich hätte Andachten und Predigten, alles über die Liebe Gottes halten können. Und ich erinnere mich, als ich einmal in der Heilsarmee war, meine Stelle dort, immer bis Mitternacht war ein Café in der Innenstadt von Freiburg geöffnet. Und dort wurde dann ausgewertet, wir haben noch zusammen gebetet und dann bin ich nach Hause gefahren, meistens zwischen 1 und 2. Und einmal beim Abschalten, beim Runterfahren, beim noch mit Gott reden und zurückgeben, was am Tag so an Scheiße war, da fahre ich die gleiche Strecke wie sonst. Und dann in der S-Kurve und in der S-Kurve gehen die Scheinwerfer, ne, macht, hast du ja meistens Scheinwerfer, auf die gegenseitige von dem S, ne, und da steht eine Rosenhecke. Und die Scheinwerfer nehmen diese roten Rosen direkt in den Fokus. Und Gott sagt zu mir, ich weiß nicht, wie er das gesagt hat, war auch keine Stimme im Ohr. Ich liebe dich. Ich weiß ja von Jesus, dass er nie Auto gefahren ist. Aber das war verkehrsgefährdend. Denn ich wäre beinahe in diese Hecke reingerauscht. Ich wusste es 25 Jahre lang. Ich hatte es immer gewusst. Hier. In der Nacht ist es gelandet. Vielleicht war es vorher ein bisschen gelandet. Und dann hatte das einen Reflex in meinem Leben. Dann ist das etwas, was selbst etwas auslöst. Ich war 2 Wochen nicht zurechnungsfähig. Nicht ganz, sorry. Und doch hat es etwas mit mir gemacht. Und wenn ich mich dessen wieder vergewissere, da bewegt sich was. Und ich empfehle all denen, die schon länger Christ sind, das nochmal runterzuladen. Dieses, nicht in eine Donnerstimme, ich liebe dich. Das wird ja auch jeder glauben. Oder mit so Wolken, ne, an den Himmel malen. Es ist die Art und Weise, wie Gott dir es sagen möchte. Mir hat das 1.30 Uhr durch eine rote Rosenhecke gesagt. Das kann auch ganz anders sein. Er will nur, dass du es personalisiert verstehst. Und dafür hat Jesus gesorgt, dass die Botschaft im Raum steht,
dass sie verstehbar wird. Aber wie lässt sich dann die Aussage, Gott ist Liebe, dann für andere über uns hinaus, denn dann belegen? Denn dann wird die Situation wirklich heiß. Denn wenn ich diese Liebe dann verstanden habe oder angefangen habe, sie zu verstehen, dann lässt sich dieses Liebe Gottes nur übersetzen, indem ich Menschen liebe. Dann lässt es sich nur belegen, dass die Aussage, Gott ist Liebe, stimmt, durch dich oder bei mir, durch mich. In Vers 7 gerade gelesen, wer seinen Bruder liebt, beweist. Ich liebe mathematische Folgen in der Bibel. Du bist, ihr seid. Hier steht, wer seinen Bruder liebt, beweist die Liebe Gottes. Es gibt einen Beweis von Gottes Liebe und der liegt in deinen Händen, in deiner Art und Weise, in meinem Leben. Und wer nicht, kennt Gott nicht. Der soll doch aufhören zu reden, ganz ehrlich. Die Liebe Gottes ist sichtbar geworden. Dann Vers 11. Darum, meine Freunde, wenn Gott so sehr liebt, Gott uns so sehr liebt, also wir es begriffen haben, nicht nur irgendwo als theologischen Faktor angenommen, dann müssen wir auch einander lieben. Und nicht müssen, weil da jemand mit der Pistole hinter uns steht und sonst kommen wir nicht in den Himmel, sondern weil das ein Drang wird, der aus uns heraus sprudelt. Gott hat seinen Job gemacht, er hat seine Liebe bewiesen, steht in diesem Text mehrfach drin. Und sonst, wenn wir den Teil nicht begriffen haben, bleibt selbst der gesprochene Teil über die Liebe Gottes nur tote Religion, leerer Spruch, obwohl er wahr ist. Und wenn ich dann glaube und dieses Geschenk kenne und annehme, dann ist es doch so, dass ich nicht mehr muss. Das größte Geschenk in einer Liebesbeziehung ist doch, dass ich bemerke, dass dem anderen das auch so geht. Und es entsteht ein gegenseitiger Reflex. Ein Kind, was seine Grundbedürfnisse gestillt bekommen hat, was nicht tief erschüttert worden ist, dessen Grundvertrauen nicht gekappt wurde, wird selber geben können. Wird leichter lieben können, bis zu einem gewissen Maß. Aber das Gleiche gilt für uns. Als seine Kinder, als die, die das dann verstanden haben, und deshalb bleibe ich da noch einen Moment drauf, gilt es, dass wir dann lieben werden. Wenn wir einander lieben, wird sichtbar. Wir beten oft als Christen, Jesus, hab Erbarmen mit dieser verlorenen Welt. Jesus, hab Erbarmen mit dieser verlorenen Welt. Ein Mann erinnerte sich daran, wie er während so einem Gebet, ob genau so formuliert oder so ähnlich, was ja ein nettes Gebet ist, dass Gott ihn in diesem Moment ansprach in seinen Gedanken und dieser Gedanke schien zu sagen, ich habe Erbarmen mit dieser verlorenen Welt. Jetzt wird es aber Zeit, dass du Erbarmen hast. Ich habe mein Herz gegeben. Jetzt gib du deins. Aktion spricht lauter als Wort. Sag den Leuten nicht länger, dass Jesus sie liebt, sondern sei bereit, zuerst selber zu lieben, um es man möglicherweise doch auch zu sagen. In dem Text heißt es, niemand hat Gott hier gesehen. Und doch glaube ich, dass Gott sichtbar wird durch dein Gesicht. Oder meins. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, ich war ja Heilsarmee-Offizier, also Geistlicher für 12 Jahre, ist eines Nachts durch die Straßen von London gelaufen, weil er nicht einschlafen konnte. Und er drehte noch eine Runde durch ein Stadtviertel, unter anderem einen Teil eines Stadtviertels, was er nicht kannte. Und kam dadurch in dem ärmeren Teil Londons, es war 1865 rum. Einem ärmeren Teil, übrigens dem Teil von London, wo dieses Jahr die Olympischen Spiele waren, Südost-London. Damals sozusagen. Bronx oder Slums.
und fand dort mitten in der Dunkelheit ärmste Geschöpfe, geschlagene, halblebende, unter den Brücken, an ähnlichen Plätzen, lebend, schlafend, manchmal mit Decke und manchmal ohne. Und teilweise im Regen. Und als William Booth an diesem Abend nach Hause kam, wird geschildert, wie er seine Frau sagte: Ich war in der Hölle. Und aus diesem initialen Funken, dieses Spaziergangs eines wahrnehmenden Mannes dieser Welt, mit dieser albtraumhaften Nachterfahrung oder wie immer man das beschreiben würde, entstand letztlich dieser Traum von Heilsarmee, von einer Armee von Leuten, die hingehen zu den Verarschten der Gesellschaft, von den ganz unten, von denen, die nicht alleine rauskommen, von den Ausgestoßenen, denen zu dienen und diese Liebe Gottes zu bringen. Und hätte William Booth nicht die Sicherheit seines Hauses verlassen, hätte er nicht seine Familie ein Stück an dem Abend verlassen, wären ihm die Bedürfnisse der Heimatlichen, in dem Fall ja wirklich Massen, seiner beginnenden Zeit der Folgen von Industrialisierung gar nicht aufgefallen. Da ist die eine Seite die Liebe Gottes, der Eckpfeiler, das Maß aller Dinge und direkt Jesus in unserem Leben hoffentlich begriffen, dass er mich liebt. Aber da ist das andere, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. So wie ich euch gelebt habe. Ich meine, das ist ein ganz schöner Anspruch. Und das war der Auftrag, der eben nicht an Bedingungen geknüpft war. Ich habe vorhin gesagt, ich habe 5,5 Jahre in der Heilsarmee als Sozialpädagoge gearbeitet. Und mir sind in den 5,5 Jahren 16 Leute gestorben. Durchschnittsalter unter 30. Unter der Brücke erfroren. Alkohol, Leberzirrhose, AIDS, Lungendurchschuss, weil der Polizist schneller war als er selber mit dem Messer. Die gesamte Bandbreite unserer deutschen Gesellschaft. Ich war nicht in Bangladesch. Aber die schlimmste Situation, die schlimmste Auseinandersetzung war nicht eine Vergewaltigung, war nicht eine Situation, wo ich wieder von einem Todesfall gehört habe. Waren alles Freunde. Waren alles Freunde. Sondern die Situation, als einmal an unserem Tresen, deshalb fühle ich mich auch so wohl bei euch da draußen, ja, im Tresen, in der Heilsarmee sind wir Abstinentler, das heißt, wir leben ohne Alkohol und ohne Tabak, ganz bewusst aus Solidarität mit denen, von denen wir es teilweise bitten müssen, weil sie sonst krepieren. Wir wollen Freunde sein, denen, die keine Freunde haben. Und eines Abends stand an dem Tresen, an dem kurzen Ende, von der kam man nämlich rein, also es war ein L, stand ein Mann, Captain, lehnte an, war Vietnam-Veteran gewesen, war mit der französischen Fremdenlegion, hat sich das Hirn weggeschossen gehabt, also nicht mit einem Bullet, sondern mit Alkohol hinterher. Mit der Erfahrung, die er dort gemacht hat, Feierabend, Captain war original geblieben. Wir liebten ihn, auch wenn man hinterher sich waschen musste, wenn man ihn angefasst hatte. Meistens, oder selber auch. Und Captain lallte, oder die Woche vorher war er reingekommen, Coffee please. Dann hat er erzählt, wie er gerade einen Einsatz über dem Irak geflogen hatte. Ja, also wahrscheinlich saß er zu nah vorm Fernseher. Weil ja, da kam ja das erste Mal die Bilder, bis die Einschläge drin waren und so. Und in dem Moment konnte ich nichts anderes geben, als einfach mich neben den Captain zu stellen, ihm den Arm um die Schulter, mit dem Risiko hinterher ins Bad gehen zu müssen und ihn einfach lieb haben. Da war kein vernünftiges Gespräch, da war nur der Ausdruck von Nähe und Liebe ihm gegenüber. Und ich mochte den Typ. Und in dem Moment steht am langen Teil des Els ein anderer Gast. Aus einer anderen Gemeinde. Und da der Student in unserer Stadt war, sprach er selber war aus Kanada, mich auf Englisch an, in der Hoffnung, Captain versteht ihn nicht. Captain hätte ihn auch auf Deutsch nicht verstanden. Dann sagt zu mir, Frank, just leave it, it's not worth it. Frank, lass es doch, das ist es doch nicht wert. Das war das Schlimmste meiner 5,5 Jahre. Das war das Schlimmste meiner 5,5 Jahre als Sozialarbeiter. Weil ich nämlich vermute, ich hoffe immer noch, dass er es nicht so gemeint hat, wie ich es verstanden habe. Ich hoffe, dass er Captain nicht als es sieht,
Es ist es nicht wert. Und ich hoffe, er versteht es nicht so, dass man Liebe nur mit Erfolgschance gibt. Das Symptom, was mich daran schockiert, ist, dass wir als Christen öfter so handeln. Dass wir auch bei Liebe kalkulieren. Nicht nur auf den Return, sondern ob es einen Zweck dahinter gibt, zu lieben. Dass der möglicherweise Christ wird. Geht hin und seid Gottes Gesicht für diese Menschen. Geht hin und seid Gottes Hand und Fuß für diese Menschen. Natürlich vergewissernd, dass ihr diese Liebe begriffen habt. Und zwar nicht vollumfänglich, aber dass etwas von Gott ausgegangen ist, dass das gelandet ist. Aber dann lieben, was das Zeug hält. Macht euch schmutzig. Liebt, seid diejenigen mit aller Ohnmacht. Wenn Jesus zum Lieben auffordert, dann sollen wir den anderen lieben. Nicht nur den, der uns möglicherweise genehm ist und der sowieso schon in unserem Umfeld ist. Und jetzt mache ich eine Klammer auf. Da gibt es weit mehr, die wirklich in unserem Umfeld sind. Da sind die, die um unsere Füße sind, die um die Ecke wohnen, die wir möglicherweise gar nicht wahrnehmen. Und ich rede nicht nur von Leuten, die Heilsarmee sowieso sich drum kümmert. Ich meine nicht nur in der Nähe vom Bahnhof ein paar Spelunkenleute. Es gibt x Gruppen in unserer Gesellschaft, die abgetrennt sind. Nicht nur abgetrennt sind von Christenheit, sondern abgetrennt sind von Gesellschaft. 8% Deutschland sind mehr oder weniger Analphabeten. Die werden das nie zugeben wollen. Da werden die Leute sein, die wir lieben sollen, die anderen, die uns nicht mögen. Da werden die Leute sein, die wir nicht mögen. Liebe hat die Angewohnheit, sie muss sich bewegen. Sie muss was tun. Sie kann nicht stehen bleiben. Sie kann nicht nur angenommen haben, verstanden haben und dann damit wohl sein. Sie muss weiter. Der erste Schritt wieder, ne, ist bekommen haben. Der zweite Schritt ist dann aber, ich muss raus damit. Die Bibel redet immer zuerst von empfangener Gottesliebe und dann gegebener. Die Liebe ist zum einen dafür da, dass wir Geliebte sind, um dann etwas in uns auszulösen. Und ihr merkt vielleicht, dass ich nicht nur dafür bin, dass ihr jetzt alle möglichen Leute liebt, sondern dass es um beides geht, wie bei so einem Draht. Fast allem, was bei uns mit Strom funktioniert, braucht es einen Nullleiter und eine Phase. Es braucht da, wo es richtig Saft drauf ist, und es braucht das, wo es geerdet wird, wo dann der Strom auch fließen kann. Und wenn du auf einer Seite nicht angeschlossen bist, brennt keine Lampe, nichts brennt. Ob mit oder ohne Erfolg, spielt an der Stelle keine Rolle. Und dann ist oft ein Auftrag da drin. Wenn wir das begriffen haben, dann werden wir diese Welt anders wahrnehmen. Ich möchte noch mal eine Geschichte von diesem William Booth. Er saß einmal im Zug. Damals war das noch nicht so motorisiert, obwohl er jemand war, der sehr, sehr fortschrittlich Gemeinde gebaut hat. Sehr fortschrittlich seine Feldzüge, ne, Heilsarmee, ne, auf die Straßen von London, auf die Straßen von Liverpool. Aktuelle Musik, die haben Chartslieder genommen, damals gab es die GEMA noch nicht. Die haben Chartslieder genommen, fromme Texte drauf gemacht und dadurch konnten die Leute, die da zuhörten, die hatten ja noch nicht so Fernsehen, Kino und alles Mögliche, die konnten ja die Melodie schon. Da brauchen sie nur noch einen Text lernen. Haben sie Gottesdienst im Park gemacht, in der Straßenecke, in der Kneipe. Und einmal auf dem Weg mit der Eisenbahn auf dem Weg zu einem anderen Gottesdienstort schläft er ein. Damals war das noch einfacher, in der Bahn einzuschlafen, wenn du da so ganz regelmäßig... Und er träumt von einem Sturm, wo Schiffe zerbersten, wo ein Riesenchaos ist, eine große Tragödie. Da sind Schiffe am Absinken, da sind noch Resthölzer, da klammern sich irgendwelche Leute dran. Und dann sieht er, wie in diesem Sturm ein kleines Rettungsboot unterwegs ist und Jesus da drin rudert wie ein Verrückter und auf diese Leute zurudert. Und dann den Leuten hilft in dieses Boot und dann nimmt er 4, 5 und nimmt sie und auf so eine kleine Insel, die da am Rand ist. Und er rettet sie. Und dann ist er wohl aufgewacht oder so, und dann wird erzählt, wie er dachte, das ist jetzt die Botschaft. Ist aber danach nochmal eingenickt. Dann träumt er weiter,
wie Jesus weiterhin diese Leute versucht an Land zu bringen. Und dann sind da schon welche Leute und haben auch Leute in Empfang genommen, diese Geretteten. Und die fangen an, da am Strand an dieser Insel Lobpreis zu machen. Und die machen da am Strand sich um Feuer und fühlen sich wohl. Und in seiner Verzweiflung sieht er Jesus da rudern und strampeln und weiter Leute retten und zurückgucken und rufen, helft mir! Ich habe diese Sehnsucht, diese Menschen dieser Welt zu retten, aber ich brauche euch dabei. Kommt, riskiert abzusaufen. Riskiert dabei dreckig zu werden, überfordert zu sein, nur um damit dermaleinst der eine oder andere gerettet ist, um Paulus an der Stelle zu zitieren. Dwight L. Moody wurde mal berichtet, wie ein Begleiter ihn aufgesucht hat und ihn gefragt hat, was ist denn das Geheimnis deines Erfolgs? Wahrscheinlich wollte er einen Bericht über ihn schreiben, ich habe keine Ahnung. Und dann ist Dodi hingegangen und hat auf das Hotelzimmer gezeigt, auf das Fenster im Hotelzimmer und hat ihm gesagt, geh mal da hin und sag mir mal, was siehst du da draußen? Und der Mann hat berichtet, ich sehe da draußen überfüllte Straßen und Leute und Karren rumfahren und alles mögliche. Und hat gesagt, jetzt guck noch mal genau hin. Ja, Leute, Männer, Frauen, Kinder, noch mal frustriert, weil er nicht sah, auf was es Moody wohl ankam, sagt der Evangelist, auch ans Fenster tretend, mit Wasser in den Augen. Ich sehe Menschen, die zur Hölle fahren werden. Ohne Jesus. Und solange du die Leute nicht so siehst, kannst du sie nicht zu Jesus führen. Was sehen wir in der Hauptverkehrszeit unten am Bahnhof? Was sehen wir in einem überfüllten Restaurant? Was sehen wir in einem Wartezimmer unserer Nachbarschaft, unserer Verwandtschaft? Ich will jetzt keinen Krampf bei euch erzeugen, den habe ich selber durchgelebt, dass man in allem Evangelisation sehen muss. Aber nehmen wir wahr, um was es Jesus geht? Und es geht nicht nur darum, Captain zu lieben, dass er möglicherweise irgendwann mal mit mir ein frommes Gespräch hat, in dem ich ein Übergabegebet mit ihm sprechen kann. Das ist es nicht. Jesus will seine Liebe in diese Welt reinpflanzen und was er dann mit dieser Liebe macht, das ist sein Ding. Aber das sollen wir so gut wie möglich übersetzen, transformieren. Wir brauchen diese Berührung und diese Berührung kann von uns nicht produziert werden. Man kann Liebe nicht machen. Man kann das auch nicht in sich erzeugen, in langer Nachdenke. Aber wenn wir erfahren haben, dass wir Teilhaber von dieser Genetik Gottes sind, weil als seine Kinder, ne, Genetik und so, dann ist diese Liebe Gottes selbsttätig fähig, uns zu transformieren, uns in das zu verwandeln, was er sich mit mir, mit dir, mit euch gedacht hat. Diese Liebe war fähig, einen schrecklichen Tyrannen, der die Sklavenschiffe von Afrika nach Süd, in die Südstaaten Amerikas organisiert hat, zu retten und einen Kämpfer aus ihm zu machen gegen die Sklaverei in England später. Er war einer derer, die dafür die Politiker angesprochen haben, genervt haben, bis die Sklaverei abgeschafft wurde. Und über England in dem gesamten Commonwealth, also allem Einflussgebiet von Großbritannien. Er war am Schluss der Schreiber des Liedes, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Amazing Grace, how sweet the sound. Er hat es begriffen. Und konnte diese Verwandlung ummünzen in Verwandlung von Gesellschaft. In Verwandlung von Menschen. Niemals perfekt garantiert. Diese Liebe war fähig, einen Straßenkämpfer, Nicky Crooks, dem einen oder anderen vielleicht bekannt, in den Straßen von New York in den 60er Jahren zu verwandeln in einen der glühendsten Evangelisten, weil er die Menschen kennt, weil er weiß, wie viele um seine Ecke verreckt sind. Verändert, verwandelt in ein Licht. Liebe
kann dich und mich dann so verändern, dass wir das dann einfach raushauen können, möglicherweise ganz ungefiltert und ungeschützt und unkontrolliert. Und diese Antwort, ich kann das doch nicht, ich weiß doch nicht, damit umzugehen, ist genau der richtige Weg, es anzufangen. Denn genau so würden sich die Leute nämlich gerne mal fühlen, dass man nicht alle Antworten hat. Ich hörte am Schluss die Geschichte von John. Spastische Behinderung. Meine älteste Tochter drohte in den ersten Lebensmonaten eine spastische Behinderung zu haben. Und wir haben durch einen Glücksfallführung oder ähnliches wirklich die Gymnastik gefunden, dass sie das nur mit ganz wenigen Anteilen ihres Daseins heute noch so hat. Aber der war spastisch gelähmt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Kommt ja in unserer Gesellschaft selten vor. Ich meine, die können nicht gehen und dann müssen... Ich möchte das jetzt nicht nachäffen, aber es ist... Jeder krümmt sich, wenn derjenige was sagen will. Und die waren auf so einer Freizeit, wie ihr erzählt habt, dass ihr im Sommer manchmal macht, auf einem Camp. Und in dem Camp hat der Leiter dieses Camps zu spät gemerkt, dass das Zelt, was an dem Morgen für eine kurze Andacht verantwortlich war, für das ganze Lager, hatten John ausgewählt, die Andacht zu halten. Und der Leiter des Lagers, der hätte die am liebsten vermöbelt. Die anderen. Kann man irgendwie nachvollziehen. Natürlich war John in dem Moment schon auf dem Weg auf die Bühne und fing dann an. Und da giggelten sie alle. Da waren sie alle, oh, mal gucken. Und dann fing John an, die erste Hälfte seiner Predigt zu halten, seiner Andacht. Und die erste Hälfte war Jesus loves me. Und er hat dafür 2 Minuten gebraucht. Dann hat keiner mehr gelacht. Und dann kam die zweite Hälfte seiner Andacht, nochmal 2 Minuten. Und ich liebe Jesus. Die Atmosphäre war vollkommen verändert. Es lachte keiner mehr, es war eher Tränen, Weinen im Raum. Nicht nur, weil er sich getraut hat, das Richtige zu sagen, sondern weil er gepredigt hat, was er war. Eingebracht hat, was er hatte. In aller Schwachheit. Wenn diese Liebe zu sowas fähig ist, dann sag du bitte nicht, dass es bei dir nicht ist. Jahre später noch erzählt dieser Pastor, der Leiter dieser Freizeit, sprechen ihn immer wieder Leute an. In all den Jahren, die wir auf Freizeiten waren, weißt du, was uns am meisten bewegt und verändert hat in unserem Herzen? Natürlich weiß Tony, der Leiter, schon, was dann kommt. John. Sind wir bereit, Gott zu übereignen, die Bereitschaft zu geben, uns zu blamieren? Denn wenn wir wirklich lieben, gibt es dann ein gewisses Risiko. Diese Botschaft ist so dringlich, dass Jesus ruft und sagt, kommt bitte mit, setzt euch ein, auf die Art und Weise, liebend in den Augen der Leute, rausfindend, was braucht denn derjenige, der in dieser Nachbarschaft wohnt? Wie lebt denn der? Wie braucht der denn die Botschaft? Bevor ich meiner Frau oder jemandem, den ich liebe, ein Weihnachtsgeschenk mache, da gehe ich doch auch nicht hin und sage, was hat sie letztes Mal gesagt, was sich gewünscht hat. Wenn ich ihr wirklich die Liebe ausdrücken will, dann laufe ich möglicherweise wochenlang neben ihr her und finde raus, wo ihr Augenmerk in dem und dem Laden am längsten drauf bleibt. So geht hin und prägt und verändert Mainzer. Und liebt. Gebt und seid Hand und Fuß. Seid dann auch Mund und Verstand. Lebt Werte und Qualitäten, die Gottes Genetik entsprechen. Und raus damit. Raus mit dem, was in euch dann steckt, wo ihr die Initialzündung für habt. Macht das. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich bin beeindruckt von deiner Liebe. Ich bin beeindruckt, wie sich das immer wieder zeigt in dem, wie du führst, wie du mich führst, wie du Menschen um mich herum führst.
Ich bin beeindruckt davon, wie genau du hinschaust, wie gut du mich kennst. Und ich ehre dich dafür, weil das weit über meinen Verstand geht. Und ich wünsche mir, dass du je länger, je mehr von dem auf mich übersetzen kannst, mir vielleicht auch mehr Erkenntnis darüber geben kannst, aber nicht nur von Kopf, sondern besonders ins Herz, von dem, was deine Liebe ist. Und dass ich in dieser Überwältigung dann der Ohnmacht dieser Welt, die mir begegnet, begegnen kann. Auf dass das eine oder andere in meinem Umfeld passiert, was ich nicht kann, sondern nur du. Und das bitte ich für uns. Dass diese Genetik von dir, dass diese Art von dir sich selbsttätig multipliziert. In uns wächst und uns dann über uns hinaus wächst. Und ich bitte dich um Weisheit im Umgang mit dem, was dann alles kommt und passiert. Ich bitte dich um die Freiheit und die Kraft, Nein zu sagen, wo jetzt nicht Zeit für gegeben werden soll. Ich bitte dich um den Mut, deutlich Ja zu sagen, wo du uns Liebe schenkst und wir merken, dass eine offene Tür ist. Und mach uns bitte sehr deutlich, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich bitte dich, segne unsere Hände, segne unsere Füße, segne unsere Münder, unseren Verstand und komm mit deinem Frieden über das Ganze, auf dass das nicht aus irgendeinem falsch verstandenen Dienen passiert, sondern aus einer Haltung des Friedens mit dir. Amen.